Alice Schwarzer und Verona, Udo Jürgens und Helmut Kohl, Hildegard Knef und Will Smith, Menschen und Geschichten, die bewegen. Seit fast 12 Jahren schätzen Sie diese Mischung im ZDF. Guten Abend Ihnen allen und ein herzliches Willkommen zur Sendung mit der laufenden Nummer 1168. Das wird übrigens die letzte in diesem Format sein. Laufende Nummer, das klingt ein bisschen so, als sei eine Sendung hier nur eine Nummer. Ich will Ihnen versichern, das Gegenteil ist richtig. Meine Kolleginnen und Kollegen und auch ich haben die Sache immer sehr ernst genommen. Und das wird heute genauso sein, auch wenn es bisweilen sehr unterhaltsam war. Aus fast 12 Jahren und eben über 1100 Folgen haben wir das Beste, manchmal das Bemerkenswerteste zusammengestellt. Das hier ist das Ergebnis. Guten Abend und Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen. Heute Abend spreche ich mit Thomas Gottschalk. Wir wollen über Steffi Grafs Sportkarriere sprechen, über unsere Sportlerin des Jahrhunderts. Und dazu begrüße ich Andre Agassi. Brain und Buddy trifft sich. Das habe ich aber so nicht gesagt. Ja, ich gesagt, ja. Ich wusste gar nicht, dass Sie so einen perfekten Body haben. Ja, ja. Was ist an mir unemanzipiert? Sie spielen das Weibchen. Ich bin doch ein Weibchen. Der Papst wusste, dass diese Pius-Bewegung aktiv antisemitisch und gewalttätig mit Worten gegen Juden hetzt. Das macht einen fassungslos. Ganz selten verirrt er sich in einer Talkshow. Er war einer der weltbesten Torhüter aller Zeiten. Und heute sprechen wir über die Dinge abseits des Fußballs. Alles Gute für Sie und für Charu. Ja, schönen Abend ins Elefantenhaus und beim beliebtesten Entertainer Deutschlands sind zu Gast. Was gibt's da zu lachen? Ich finde, Geld ist so ein bisschen wie Frauen. Ja. Das muss man echt ganz, ganz gut behandeln. Und das hast du aber erst gelernt. Wie? Der Gipfel der Frauenversteher jetzt. 1 Euro einwerfen, Sekunde. Ja, genau, stark. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Am Schwanz ziehen? Nein. Nee, bitte nicht. Nein, nein. Wir haben jetzt hier ein bisschen flüssigen Stickstoff hineingegeben. Entspannt bleiben. Ja. Gehen das hier hinein. Und nehmen wir den Wisch lieber. Herzlich willkommen, Will Smith. Heidi Klum und ihr Vater Günther. Eva Köhler. Guten Abend, Horst Köhler. William Jefferson Clinton. Flavio Briatore. Eva Herrmann. Günther Jauch. Karl Lagerfeld. Mariah Carey. Phil Collins. Rico von Bülow. Loriot. Hugh Grant. Hallo, Heino. Das ist aber nett. Hier ist sie also, Nummer 1, der Johannes B. Kerner Show. Grüße Sie zu Hause ganz herzlich. Hier, danke für den außerordentlich netten Empfang. Nur, ihr Lieben und Kollegen natürlich auch, das müsst ihr mir erklären. Wie kann das sein? Mir ist gesagt worden, die Show ist ausverkauft auf die nächsten 2 Jahre. Hinter mir sehe ich eine leere Tribüne und... oh, da hat sich doch noch ein Busunternehmer erbarmt. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wen wir da haben. Immer locker. Ja, die kommen vermutlich direkt von einer anderen Sendung. Was? Ja, Tür zu, Tür auf. Ja, kommen Sie schnell, Kinder. Wir sind ja schon so weit. Und Sie kenne ich irgendwoher. Sie kenne ich irgendwoher. Herzlich willkommen, Dieter Bohlen. Herzlich willkommen, Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Herzlich willkommen, Dieter. Herzlich willkommen, Dieter Bohlen. Herzlich willkommen, Dieter Bohlen. Willkommen. Wir haben ja einen Auftritt gewährt, damit die Musik noch mal gespielt wird, weil das gibt GEMA-Gebühren. Was gibt's denn da zu lachen? Wahrscheinlich wissen Sie das gar nicht. Diese Musik läuft jetzt, du hast gesagt, seit 10 Jahren. Ja. Ja. Also das ist schon schön, wenn das Geld so sprudelt. Ich muss ja sagen, also das muss man noch mal sagen, du hast sie geschrieben, die Musik. Ja, genau. Wie lange hast du gebraucht dafür? Ja, für die Idee... Wie lang ist sie? 10 Sekunden? Ja. Ja, so. Jeden Morgen, in dem Moment, wo ich aufstehe, mache ich meine 120 Liegestütze. Die mache ich immer. Yes!
So eine Scheiße. Ich weiß nicht, meine Schuhe sind so glatt, oder? Weiß ich nicht. Das ist eine eher durchschnittliche Ausrede. Ja, aber ja. Also, du musst dich so hinlegen. Erzähl uns doch mal, Dieter, wie sieht so ein typischer Urlaubstag aus? Das wird auch so einen Meter von mir rechts, aber in der flacheren Seite so ein Hai an mir vorbei, mich keines Blickes gewürdigt. Egal. Gar so. Und ja, da leidet man schon. Wenn dann nicht mal die scheiß Haie kommen. Hast du gedacht, der beißt oder was? Ja, was meinst du denn? Wollte mir guten Tag sagen. Der ist ja, also der hat voll Aggro. Und da kommt eben ein Hai wie bekloppt auf mich zu. Und wirklich voll Angriff. Was gibt's denn da zu lachen? Also der kam an und ich habe ausgeholt, also so, und dann volle Kanone mit aller Kraft dem in die Fresse getreten. Ja? Ich habe auch noch einen Krampf gekriegt im Bein. Und, ja, und ich habe mich in dem Moment auch noch verschluckt. Und ja. Normalerweise greifen die ja nicht an. Nee, Sachen. Null. Also dass die das, oder die wollten da irgendwas machen da unten und ich habe die gestört. Ich habe gelesen, dass du nach Sylt gefahren bist und mal richtig Gas geben wolltest. Ja, ich meine, wie gesagt, das war so die erste Zeit. Mhm. Und da hatte ich gerade meinen ersten Ferrari. Und da dachte ich natürlich auch, bin ich eben so nach Sylt, so campen und so. Mhm. Und da dachte ich natürlich, die machen mir jetzt alle Platz da so mit meinem Ferrari. Ja? Mhm. Ich hatte nur einen Fehler gemacht. Ich hatte immer noch diese Trainingsanzüge an. Und also man muss sich das dann einfach so vorstellen, ja. Ich kam da eben rein, Trainingsanzug, Goldkette und so. Und damals, sag ich mal, diese Typen da an der Rezeption von diesen Hotels. Ja, das war beim Surfen. Das ist doch nicht beim Surfen. Also, Danny, das nicht. So ein älterer Herr, der kannte natürlich nichts von Modern Talking. Mhm. Und der dachte natürlich, ich komme vom Kiez oder so, ja. Und so stellte man sich ja früher unter älteren Herrschaften den normalen Zuhälter vor. Und ja, da konnte ich natürlich keinen großen Start machen da in Kampen. Ja, da hat mir da auch keiner ein Hotel gegeben. Und dann musste ich damals wirklich mit meinem Ferrari und dieser neuen Freundin, die ich damals kurzzeitig hatte, wirklich nächtigen bei einem Bauern im Stroh, der das eben nicht mitgekriegt hat, weil wir wirklich kein Hotel bekommen haben. Aber ist doch romantisch. Nee. Der ist für mich einfach niveaulos und peinlich. Corona tanzt oft auf den Partys wirklich so lange rum, bis irgend so mal eine Brustwarze zu sehen ist. Wie kann man Dieter Bohlen heiraten? Also, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich war wahnsinnig verliebt und da ist man natürlich auch irgendwie bekloppt manchmal. Mir ging es wunderbar. Er hat mich also nicht entdeckt und irgendwie aus der Gosse gerettet. Damals hat sie im Fernsehen immer gesagt, ich habe Abitur, ich habe Design studiert und bla bla bla. Mittlerweile sagt sie, sie hat gar keinen Abschluss mehr. Wir kamen zusammen und an dem Tag habe ich schon angefangen zu packen. Und ich habe so viel Sachen. Und deswegen 4 Wochen. Jeder, der das Buch liest, wird vollkommen verstehen, warum ich mich von so einer Irren getrennt habe. Ja. So einfach. Ich habe ja gesagt, ich heirate dich nur ohne Ehevertrag, was er denn ja auch der Trottel gemacht hat. Und wir haben diesen Ehevertrag gemacht. Ich habe dann zu Verona damals gesagt, lass uns das doch so machen, pass auf, ein Jahr Ehe, du kriegst den Betrag, 2 Jahre Ehe, ich krieg den Betrag. Das hat aber nicht gepasst. Daraufhin hat sie erst mal eine halbe Stunde geweint beim Notar. Kannst du ihn gerne anrufen und fragen. Und dann habe ich gesagt, ja, was möchtest du denn? Und dann ging das immer nur, ja, ich möchte, ja, pass auf, ich gebe dir den Mercedes. Hat sie gesagt, nein, ich will den Mercedes. Halbe Stunde geweint, dann hat sie also den schwarzen Jaguar gekriegt, ja. Dann ging das aber so weiter, ich sage, ja, können wir es nicht so machen, jedes Jahr 100.000? Heute ist das Verhältnis ein bisschen abgekühlt. Er sagt über sie, Verona ist eiskalt, die geht über Leichen. Ich habe sie damals nicht geschlagen, das war Schminke und ein abgekartetes Spiel. Ich sehe das ja nur so, dass ich finde nicht, dass ich sie verprügelt habe. Ich finde nicht, dass ich sie aus meiner Sicht heraus geschlagen habe. Ganz aktuell behauptet wirklich Dieter Bohlen immer noch, er hätte mich nicht geschlagen. Und das bringt mich natürlich dazu, heute bei so einer Gelegenheit, die einfach die Wahrheit sagt. Er hat mich natürlich geschlagen. Und ja, ich will jetzt hier nicht so rumweinen oder so, aber ich wollte auch nicht über das Thema reden. Und ist auch egal. Naja, irgendwie hatte er eben Mann. Das ist eine Aufzeichnung, wir können auch eine Pause machen. Er hat halt gesagt, mein Vater oder mein Bruder hätte mich so geschlagen. Und als ich das gehört habe im Krankenhaus, habe ich... Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich damals gedacht, irgendwie,
Es tut mir total leid, dass ich ihr damals wehgetan habe. Aber sowas passiert einfach. Ich meine, ich kenne ja nicht, das war ein Fehler von mir. Was soll ich dazu sagen? Ne? Und was sind die größten Irrtümer, die nach wie vor bestehen zwischen Männern und Frauen? Dass wir uns nicht verstehen und Frauen immer glauben, dass wir sie verstehen müssen. Und das muss gar nicht sein? Nein. Weil wir Frauen nicht verstehen können. Warum nicht? Weil Frauen anders reden. Ja. Frauen reden mehr. Ja. Frauen fragen nach, wir Männer nehmen hin. Ja. Das siehst du bei einer Ampel. Beim Mann saß du, bei Rot bleibst du stehen, da sagt er, okay, bei Grün läufst du weiter, okay. Der Frau würde sagen, warum ist eigentlich oben rot? Scheißegal, weil unten grün war. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ja? Das ist echt gemein. Worauf achtest du denn als erstes, wenn du einen Mann kennenlernst? Wenn man 20 ist, dann sagt man, er muss so und so und so sein. Mhm. Aber wenn man dann 30 ist, dann sagt man, Hauptsache, ich bin verliebt. T-Shirt-Braucher. Weiter. Zähne? Ja. Ist das tolle Zähne? Charme ist das Wichtigste. Das ist doch gut. Oh Gott. Dass er mich zum Lachen bringt. Mhm. Ne, weil das kann ich. Weiter. Das ist doch hier ein Anmachen. Ich habe eine Freundin, was bildest du hier ein? Das ist schlimm. Er ist auch ganz diskret. Der Doktor. Ja. Das sind die, die die Frauen immer abkriegen. Das sind die. Du machst dir hier einen Affen und hallo, guck mal, was ich alles kann. Und er kommt ganz im Schluss und sagt, na Mäuschen, hast du die Schnauze voll mit dem ganzen Jahr. 3 Ich kann in Kalifornien meinen Namen 3-mal sagen, es passiert nichts. Ich kriege keinen Tisch im Restaurant, ich kriege keinen Platz in einem Theater, das voll ist. Hier stellen sie immer noch einen Stuhl mit rein. Also für mich war dann der Punkt gekommen, wo ich sage, ich bin nicht bereit, privat den Preis für dienstlichen Supererfolg zu zahlen. Und heute, ich habe damit natürlich riskiert, dass ich vielleicht heute nicht mehr der beliebteste Deutsche bin, aber ich sage, beliebteste Deutsche in Malibu ist auch nicht schlecht. Ja, das kann man auch sagen, oder? Ja. Wenn ich natürlich über den roten Teppich gehe, das ist auch ein bisschen frustrierend. In Amerika oder Deutschland? Naja, es passiert, dass ich dann bei Premieren eingeladen bin in Amerika, wo dann also Filme vorgeführt werden, deren Schauspieler bei mir sind oder bei mir waren. Und es sind 150 Fotografen und es sind 149 aufzufotografieren, nur der Deutsche, Tommy! Also, das ist dann... Aber so ist es. Ja, so ist es. Ich war in New York, in einem wirklich... tollen Hotel, St. Regis oder was auch immer. Und da gibt es Butler auf jedem Gang. Und dann gucke ich so aus diesem Spundloch raus und da stand erkennbar eine Frau mit Fliege, Smoking bzw. Frack und die wollte irgendein Wasser bringen. Und ich mache die Tür auf und dieser elegante Butler, also dieser Damen-Butler, legst mich am Orste Gottschalk. Die Gäste meiner heutigen Sendung sind die Ex-Kaiserin von Persien, Farah Diva Pahlavi. Guten Abend, Majestät. Ich bin sehr unsicher, wie soll ich Sie ansprechen? Wie muss ich Sie ansprechen? Fergie, Sarah, Herzogin. Herzlich willkommen, Fürstin Gloria von Turn & Taxis. In meiner heutigen Sendung spreche ich mit Ihrer Majestät Königin Rania von Jordanien und gleich zu Beginn mit Ihrer Majestät Königin Silvia von Schweden. Vor der Sendung haben wir kurz miteinander gesprochen, haben Sie gesagt, eigentlich müssen wir mal im Stehen miteinander reden, weil man wird im Sitzen so bräsig. Dann stehen wir jetzt einfach mal. Ja, wenn wir so eine Stunde aushalten können, mir ist das egal. Ja, also ich halte das, sage ich jetzt mal locker durch, wir können ja Sitzpausen zwischendurch machen. Ja gut, nein. Und die machen dann Fotos mit dem Handy und so und davon fühlen Sie sich
Ja, und meistens die Leute, die zittern dann so, und dann wollen sie mit der Mutter, der Tochter, der Vater und so, und dann kommen die an die ran und dann zittern die und so, und das ist nicht möglich. Sie mögen auch nicht angefasst werden. Nein, das bin ich, darum habe ich auch Handschuhe, ich fasse die anderen ja auch nicht an. Und die meisten Leute, die sind dann so nervös, dass sie ihren Apparat nicht zurechtkönnen, dann können sie das stundenlang stehen, das ist grauenhaft. Ja, okay. Klar. Und dann ist das nicht scharf, dann muss noch mal gemacht werden. Genau, genau. Ja. Und dann sind die meisten drei oder vier. Ne? Die japanischen Menschen, insbesondere japanische Frauen, haben mir Kollegen erzählt, seien nicht so zurückhaltend. Da stand weniger, wie man denkt. Ja, die kneifen ihnen sogar in den Po. Ja. Ja. Weil, ist das eine besondere Geste? Das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann ja keine Fragen auf Japanisch stellen, das kann ich ja nicht wissen. Okay, und da kommen die, die Reisenden? Ja. Wenn sie vorne, ich würde auf einige Gedanken kommen, aber nicht auf den Gedanken, ihnen Po zu kneifen. Wenn ich die anderen Gedanken mal haben? Ja. Ist ja angenehm zu stehen. Also ich halte noch durch. Ja. Hoffe ich. Sonst müssen die einen Arzt gleich mal sehen. Ja. So, vielleicht mit einem Barhocker helfen wir uns dann in der zweiten Hälfte der Sendung. Aber noch stehe ich. Ich trinke keinen Alkohol. Passa, bitte? Ich trinke keinen Alkohol. Man kann auch im Barhocker auch Apfelsaft schütten. Ja, dann verdient er seinen Namen aber nicht mehr. Ich verstehe. Okay. Ist nur noch ein Hocker. Ich werde mir Mühe geben, wach zu bleiben für die nächste Stunde. Das lohnt sich ganz offensichtlich. Wissen Sie, was ich in der Schule machte, wenn ich einschlief, weil mir es zu langweilig war? Ja. Dann kniff ich mich zwischen den Beinen im Oberschenkel. Tun Sie das mal. Dann sind Sie aber wieder wach. Ja. Fett? Au! Oh, ja! Oh, ja! Solange man sich da selber kneift. Das ist nur meine einzige Erinnerung an die Schulzeit. Ja, das Kneifen zwischen die Oberschenkel? Mhm. Ja, aber das dann nicht so hart ist wie der Rest. Oh. Look at Donna, I say the happiest married couple you ever did see. They sure are. Leidenschaft pur. Man muss man als jemand, der im Film mitspielt, muss man auch die Gabe haben, Dinge zu tun, die man nicht mag. Das gehört einfach dazu. Hat der Kuss Spaß gemacht? Was meinen Sie, was mir da dran missfallen hätte? Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Interpretation meiner Frage. Ich hätte jetzt gefragt, hat der Kuss Spaß gemacht? Natürlich, warum nicht? Ja. Sah das so aus, wie wenn das nur tragische Schauspielerei wäre? Ja, ich halte mich zurück mit der Bewertung von Kussszenen. In diesem Fall und in vielen anderen Fällen. Ich warte mal, einen kleinen Porno mit Ihnen zu sehen. Eine Karikatur von Heidi Klum zeichnen? Ja, wissen Sie, Heidi Klum, ich kenne sie nicht. Ich finde, dass die deutsche Burg tolle Bilder von ihr. So gut konnte ich mir die gar nicht vorstellen. Sehr gut, muss ich sagen. Ganz stark. Der junge Fotograf, wie heißt der, Francesco Caraccini, hat unglaublich tolle Bilder von dieser Heidi Klum gemacht, die ich nicht kenne. Auch Claudia, ihr kennt die auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht. Mhm. Ich kenne die Frau gar nicht. Für mich, ich höre den Namen zum ersten Mal. Selbst wenn man mit so einem Namen kann man niemals Karriere machen. Ich meine, ich kenne viele, Kate Moss können Sie mir sagen und so. Das sind ja wirklich Frauen. Ich meine, so richtige Frauen, die so, da muss ja nichts dran sein. Ich meine, ich mag ja gerne so ein bisschen was Androgynes. Nicht? Für mich war sie nicht top wie Claudia oder Nadja oder Tatjana, die ja auch aus Hamburg ist. Ne? Mhm. Tatjana ist Isestraße geboren. Ja. Dass ich deren Urteil als maßgebend finde. Aber als Detekteur für hübsche Mädchen, warum nicht? Ja, und die Sendung ist ein Erfolg. Also, ja, umso besser. Aber in Frankreich haben wir das oft. Das war aber ein Flop in Frankreich, diese Sendung. Ja. Ich glaube nicht sehr an solche Wahlen. Ich glaube mehr durch Zufälle. Alle die wirklich bekannten Mädchen sind mehr oder weniger durch Zufall entdeckt worden. Ja, der Seal, das ist der Ehemann, ein amerikanischer Sänger, der Ehemann von Heidi Klum. Der ist toll. Ja? Mal sehen, ob Sie das, ein guter Sänger. Ob Sie das noch finden, wenn ich jetzt Ihnen sage, was er über Sie gesagt hat. Er hat gesagt, Lagerfeld ist ein armer alter Mann. Was weiß er von meinem Vermögenszustand? Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Halt mal den Stuhl, bitte, Oliver. Hilf uns. Oh, sorry. Oh, goodness. Are you all right? I'm okay. I'm okay. Gar nicht so lange her, da haben Sie gesagt, der Schlüssel zum Erfolg
Der Schlüssel zum Success sind die Ohren. The ears. Ja. Yes. Warum? Yes. Yes. Na klar. Now, okay, now listen. I want to try something. Ich erzähle euch das mal mit einem Experiment. Now be very careful because you're going to dream about me and you're going to think about Sie me later. Sie träumen von mir. Okay. Nachher können Sie über mich nachdenken. No, just try this. Just feel it. Versuchen Sie das mal hier. Mal die Hände dran da. You see? Good. Okay. It feels good, right? It's good. You like it? Toll an, oder nicht? Yeah. Gefällt Ihnen das? It's great. See? It's you all right? Super. You okay? Alles in Ordnung? You know what? You like see? See? Nochmal. Gucken wir nochmal, ja? That's what happens. So läuft das. Okay. Nicht anders. Denken Sie jetzt anders darüber, nachdem Sie den Film gespielt haben? He didn't notice I was trying to avoid the question. Er hat dann gemerkt, dass ich versucht habe, auszuweichen. Ich möchte darüber nicht reden. Nächste Frage bitte, Herr Kerner. I do it for you. Agent. Publicist. Lawyer. My lawyer. Yes. Mein Anwalt Wir möchten dazu nichts mehr sagen. Es ist alles zu dem Thema gesagt. Es ist ein sehr guter Film. Und Herr Smith möchte gerne die nächste Frage von der Karte gestellt haben. Last question, please. Wir freuen uns sehr über die Anwesenheit der Generalsekretärin der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Guten Abend, Angela Merkel. Sie sind ein Fan von Joschka Fischer, stimmt das? Ja, also das ist ein bisschen übertrieben. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie Joschka, was anderes gesagt hätten. Ich achte ihn als Politiker, das muss man sagen. Er ist manchmal ein ganz schöner Macho-Typ, das muss man auch sagen. Ist so? Ja, würde ich schon sagen, ja. Merkt man jetzt nicht mehr so, seitdem er Außenminister ist. Wie ist denn Joschka Fischer ein Macho-Typ? Nur weil er Liegestütz kann? Oder? Lassen wir es mal stehen. Ja. Mein Leben hat sich dramatisch verändert, dadurch, dass es SMS gibt. Da kann man so nebenbei manches noch schnell mit abarbeiten und man ist auch informiert. Also, Sie simsen in Sitzungen? Also ich simse beim Kochen. Ja? Mal ab und an. Mit manchmal schlechten Folgen, dass die Rouladen anbrennen oder so. Ja? Sind Sie richtig versiert? Es gibt ja so Leute, die sind virtuos Handy. Nee, virtuos bin ich nicht. Ich mache auch ziemlich viele Rechtschreibfehler. Ja? Aber wenn der ich Sinn bin, zu erkennen ist? Ich bin einfach... Also ich bin flink und ich kenne mich aus und ich fühle mich dadurch informiert und es ist viel einfacher als immer telefonieren. Bundeskanzleramt Merkel, guten Abend. Ja, grüß Gott, Frau Christian, Frau Merkel. Ach du Großer, ja, das ist München, ja der Beckstein-Vorgänger, nein, oder? Nein, dieser Seehuber, Stoiber. Herr Stoiber, machen Sie sich mal nicht so breit, also, machen Sie es kurz. Ich weiß, das gelingt Ihnen nicht, also lassen Sie es gleich. Lassen Sie mich ganz kurz, Sie waren doch heute bei Opel, Audi. Alleine gerettet, meine Damen und Herren. Ja, aber das haben Sie ja nicht konkret. Man muss ja schon mal sagen, dass Sie jetzt heute natürlich wenig versprochen haben. Ich würde mir schon wünschen, dass Sie mein bayerisches Rettungspaket jetzt endlich... Versprecher sind Ihr Ding, Herr Stoiber. Herr Stoiber, wäre Frau Merkel eine gute Kanzlerkandidatin für 2002? Also, eine Parteivorsitzende der CDU hat mit Sicherheit das Potenzial dazu. Das ist überhaupt gar keine Frage. Glauben Sie, dass Edmund Stoiber ein guter Kanzlerkandidat wäre für die Bundestagswahl 2002? Was für die CDU gilt, gilt für die CSU allemal. Jetzt haben wir... In den 60er Jahren haben Sie auch Hillary kennengelernt in Yale. Können Sie sich erinnern, wer wem zuerst aufgefallen ist? Eines Abends war ich bei uns in der Bibliothek, in der juristischen Fakultät, und da hat einer versucht, mich mit mir zu unterhalten. Ich sollte einem Journal, einem Rechtsjournal beitreten, aber ich habe überhaupt nicht zugehört, denn die Hillary saß da hinten und ich guckte die ständig an. Ich guckte ständig dahin. Sie hatte ein Buch in der Hand und ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich weiß es noch ganz genau. Sie guckte nach oben, sie sah, wie ich sie angestarrt habe. Sie machte das Buch zu, legte das Buch auf den Schreibtisch, kam dann durch die ganze Bibliothek zu mir und sagte, wenn Sie mich weiterhin so anstarren, dann werde ich auch weiter Sie auch anschauen, genauso anschauen. Dann sollten wir wissen, wie wir heißen. Ich bin Pelly Robin, wie heißen Sie?
Ich wusste da nicht, wie ich heiße. Mir fiel mein Name nicht ein in dem Augenblick. So haben wir uns kennengelernt. Sie haben dieses Buch Ihrer Ehefrau Hannelore gewidmet, jetzt 3 Jahre, nachdem Ihre Frau nicht mehr lebt, 3 Jahre nach dem Tod Ihrer Frau. Haben Sie das auf eine Art und Weise verarbeitet, will ich gar nicht sagen, aber akzeptiert? Ja, das ist mir auch nicht anders übrig geblieben, muss ich jetzt auch einmal sagen. Es gibt dazu Entwicklungen, da sind Sie ohne Ausweg. Man muss auch innerlich akzeptieren, auch das, wie sie selbst dann gesehen hat. Aber ich weiß, dass sie an dem Buch ihre Freude haben würde, das weiß ich. Da brauche ich nicht lange nachzudenken. Da hätte sie vielleicht bei dem einen oder anderen würde sie sagen, das muss man nicht so schreiben. Bei dem einen oder anderen hätte sie aber gesagt, das hätte sie schärfer formulieren können. Das ist auch ganz sicher. Also wir hatten ja eine schwierige Zeit nach meinem Abgang aus dem Amt des Bundeskanzlers, aus Gründen auch, die ich selbst verschuldet habe. Und dann war die schreckliche Zeit ihrer schweren Erkrankung, wo ja am Ende dann immer klarer war, dass es keinen Ausweg gibt, keine Rettung gibt, dass sie nicht mehr gesund wird. Und sie hat noch in ihrem Abschiedsbrief geschrieben, noch bist du gesund und musst kämpfen auch für mich. Und so habe ich das auch verstanden. Ich habe in der ersten Erklärung nach der Entführung zum Ausdruck gebracht, dass die Entscheidung über mein Leben in der Hand der Bundesregierung liegt und habe damit diese Entscheidung akzeptiert. Aber ich sprach von Entscheidung und dachte nicht an ein sich jetzt über einen Monat hinziehendes Dahinvegetieren in ständiger Ungewissheit. Hat dieser deutsche Herbst Sie verändert? Ja. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Die Bestialität, die dabei zum Ausdruck kam, die Brutalität und auch vielleicht noch mehr als alles andere, dass es doch Leute gab, die da irgendwie eine Sympathie noch dabei empfunden haben. Ihre persönliche Zerrissenheit, also einerseits als Vertreter des Staates, der Staatsräson, hart zu bleiben, es war ja keine parteipolitische Sache, Nein. sondern Sie waren ja als Oppositionsführer auch eingebunden in viele Entscheidungen und Besprechungen mit Helmut Schmidt gemeinsam und auf der anderen Seite ein guter, ein enger persönlicher Freund ja. und auch Wegbegleiter zu sein. Können Sie diese Zerrissenheit beschreiben? Das war schon sehr furchtbar. Das war, ich sage das mit äußerster Zurückhaltung, auch hier in der Öffentlichkeit, das war ein Augenblick, wo man das Beten lernte. Herr Dr. Vogel, welche Erinnerungen haben Sie an den Tag vor 25 Jahren oder noch ein paar Tage davor, als Hans-Martin Schleyer entführt wurde? Erinnerungen, Herr Kerner, die mich auch heute noch bedrücken und gerade wenn ich die Bilder wieder vor Augen habe. An diesem 5. September war ich zu einer Besprechung im Kanzleramt. Hans-Jürgen Wischniewski hat teilgenommen. Und es kam die erste dpa-Meldung, die dem Kanzler hereingereicht wurde. Nach einer kurzen Besprechung sind wir sofort, Jürgen Wischniewski, der in Köln zu Hause war, und ich zum Tatort gefahren. Und ich muss Ihnen sagen, es fällt mir schwer, an dieser Stelle das Bild mir noch einmal vor Augen zu holen, wie dort die Polizeibeamten Ulmer, Brändle und Pieler und der Fahrer Marcic wie Holzstücke ermordet, weggeworfen, mit Planen überdeckt, am Boden lagen und zur Tarnung dieser schrecklichen Kinder lagen. Herr Buch, was empfinden Sie, wenn Sie die Bilder sehen? Mir wird dabei kalt, weil vielleicht auch ein Teil der Kälte, mit der wir damals agiert haben, der Kälte, mit der wir diesen Beschluss, es zu tun, gefasst haben, immer noch da ist. Und Sie haben ihn dort bewacht. Ja. Sie sind auch ins Gespräch gekommen mit ihm. Was hat er gesagt? Mit der allerersten Frage hat er uns gleich zur allerersten Lüge gezwungen. Die erste Frage war nämlich, was ist mit meinem Fahrer passiert? Was haben Sie gesagt? Dass dem nicht viel geschehen sei. Haben Sie das Kommando gegeben, Schleyer zu töten?
Das war eine Absprache unter den Beteiligten des Kommandos und ich habe Ja dazu gesagt. Also das heißt, auch wenn Sie im Irak waren, fühlen Sie sich genauso als Mörder von Schleyer? Ja. Auch wenn Sie es nicht selbst getan haben? Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich noch mal Gelegenheit habe, etwas zu sagen. Dann tue ich es vielleicht an der Stelle. Es ist deutlich geworden, Herr Kerner, dass es mir nicht leicht gefallen ist, hier an dieser Stelle zu sitzen. Ich hätte Sie aber genauso möchte ich sagen, es lässt mich nicht unbeeindruckt, dass sich Herr Boock diesen Fragen stellt und sich, das ist nur mein Gefühl, ernsthaft und in voller Erkenntnis der Tragweite mit diesen Fragen und diesem Komplex auseinandersetzt. Es wäre nicht vollständig, wenn nur meine Schwierigkeit deutlich geworden wäre. Das gehört auch dazu, das wollte ich sagen. Bei so vielen, wenn man älter wird, dann ist nicht mehr die Kraft des eigenen Körpers stark genug und dann bricht sowas auf. Und bei mir ist das seit einem Dreivierteljahr. Die versuchen also, das Bein wieder zuzukriegen. Es sind auf dem besten Wege dazu. Na, wunderbar. Außerdem, ich bin 68 und wir haben so viele gute junge Kollegen, dass ich sage einfach, warum lass die doch mal ran und so. Das Einzige ist, dass man kann sich noch ein paar Tipps geben, finde ich. Guten Abend, meine Damen und Herren. In meinem Studio kommt es heute zu einer besonderen Begegnung. Ich begrüße Monika Goeth, die Tochter des Lagerkommandanten Amon Goeth, der wegen seiner Gräueltaten 1946 zum Tode verurteilt wurde. Und ich begrüße Michelle Friedmann, dessen Eltern den Holocaust überlebt haben, weil sie auf Schindlers Liste standen und so gerettet wurden. Meine beiden Gäste sind beide nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und dennoch Zeit ihres Lebens mit dem Erbe des Dritten Reiches in Kontakt und auseinandergesetzt gewesen. Frau Goeth, als Tochter eines Täters, Herr Friedmann, als Sohn von Opfern des Holocaustes. Wann wussten Sie, welch unglaubliches Ausmaß die Gräueltaten Ihres Vaters haben? Das habe ich nicht einmal nach dem Spielfilm Schindlers Liste so richtig annehmen können. Wie haben Sie reagiert, als Sie den Film gesehen haben? Lieber Gott, ich habe dann einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Und ja, ich konnte mich halt dann 3 Tage nicht mehr bewegen. Die Kinder der Mörder, der wirklichen Mörder, wie zum Beispiel Goeth, aber auch alle Kinder, die nach dem Krieg geboren sind, haben keine Schuld. Aber es ist ja nicht nur Frau Goeth, sondern Millionen junge Menschen aus dieser Generation haben sich nicht diese Frage gestellt und sich vorgestellt, was hat mein Vater und meine Mutter getan und darunter gelitten, wie ich gelitten habe, was meinen Eltern angetan wurde. Ohne diese Arbeit, ohne die Wahrhaftigkeit und die Wahrheit gibt es keine Erlösung. Guten Abend, herzlich willkommen zu meiner heutigen Sendung, in der wir eine Familienzusammenführung der besonderen Art feiern können, weil wir 3 Generationen der Schauspielerfamilie Heesters zu Gast haben. Ich begrüße also das Familienoberhaupt Johannes, Ihnen allen bekannt unter dem Vornamen Jopi Heesters, seine Gattin Simone Rethel Heesters, seine Tochter Nicole Heesters und seine Enkelin Saskia Fischer, natürlich von Beruf Schauspielerin. Ist das bei Ihnen in der Familie so, dass Sie sagen würden, es ist ein richtiger Clan? Ja,
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein Clan sind. Mögen Sie dieses Clan-mäßige? Absolut. Ist er der Pate? Ich bin ein großer Fan davon. Ja, er ist der Pate. Ja. Il Padrone. Ja. Absolut. Ich habe die Saskia gesehen, jetzt in der letzten Rolle. Wie heißt das? Wie? Lola Blau. Lola Blau. Wir haben geweint, wir haben gelacht. Und ich habe gedacht, mein Gott, macht das Kind eine Karriere. Das hättest du nie erreicht. Ich sage es Ihnen ehrlich. Ich habe Respekt für beide. Sie glauben, beide sind besser als Sie? Ja. Ach Quatsch. Ja. Ja, das denkt er aber, so denkt er. Na, wenn er so das denkt sagt, er schon. Na, Sie müssen jetzt sagen, wenn er es doch, denkt. Jetzt fangen alle an zu weinen. Ich fange jetzt weinen an. Ich habe Respekt für meine Kinder. Und das finde ich das Schönste, dass ich das noch erleben kann. Dass ich Kleine hier noch erleben kann, heute Abend wieder. Und dann freue ich mich. Und dann denke ich, das Mädel hat Erfolg. Und sie hat großen Erfolg. Frau Becker, als Barbara in die Familie kam, haben Sie sich gefreut, weil Sie das Gefühl haben konnten, der Boris ist irgendwie angekommen, also das ist einfach eine gute Frau für ihn. Ja, haben Sie sich über diese Situation gefreut? Dachten Sie, da kommt ein bisschen Ruhe in sein Leben? Ja, also er hatte ja vorher schon zwei Freundinnen, die kamen auch immer gern zu uns nach Leimen. Dann ist er mal gekommen, hat er gesagt, du, ich habe jemanden kennengelernt, sie ist aber halbdunkel. Ja. Und war das ein Problem für Sie? Na? Also schon ein bisschen. Mhm. Ich habe jetzt nicht wegen Boris und Barbara, also die zwei, die verstehen sich, ich habe an die Kinder gedacht. Mhm. Und wenn man heute ja dunkel ist, man sieht ja Ausländerkinder oder dunkle Kinder, die haben es schwerer im Leben. Das waren zum Beispiel einer der Diskussionspunkte, natürlich, weil ich das nicht so sehe. Mhm. Und ich natürlich meine Kinder, ob sie jetzt grün, gelb oder wie auch immer aussehen, genauso lieben. Und so auch mit anderen sag mal, farbigen Menschen umgehe. Ich sehe die Farbe eigentlich nicht. Und ja, deswegen hat man Diskussionen im Haus und man ist nicht immer einer der Meinung. Deswegen wusste ich, dass das Thema, Barbara, Ein schwieriges Thema ist, dass meine Mutter nicht so sieht. Ja, wobei sie ja nichts gegen Barbara hatte, sondern einfach in Sorge um die menschlichen. Ja, ja. Wir haben uns gut verstanden. Mhm. Ja. Mhm. Sabine, wie fanden Sie es und wie fand es der Vater? Ja, der war begeistert. Ja. Aber warum will ich jetzt hier nicht sagen? Ist das beim Film nicht mehr so wie früher, dass man, darf ich mal, dass man so macht oder so, also dass man so tut, als ob... Wie macht man so? Oh, schwierig. So? Is the punch. Jetzt gerade ich glaube, ich bin hier im falschen Film, oder was? So ein kleines bisschen tut immer gut, ja? So. Jetzt stehen wir. Jetzt gehen wir ein Stück zusammen. Können wir nicht was anderes machen? Komm, wir gehen mal so ein Stück zusammen. Würde nicht wehtun. Ach, Quatsch. Ja? Jetzt gehen wir so runter. So? Jetzt kommt Hacky Keul. Sehr gut. Das letzte Mal Europameister geworden, ja? Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen, Alice Schwarzer und Verona Feldbusch. Danke.
Also es war auf einer Lesung in Hannover, ist das korrekt? So ist es. Und es gab eine Diskussion, also wie immer, es wurde das neue Buch vorgestellt. Und das Zitat, so wie ich es hier stehen habe, und da bin ich vergleichsweise sicher, dass das so stimmt. Verona Feldbusch, ob nur Verona oder Feldbusch, Verona Feldbusch ist eine Ohrfeige für jede Frau. Wie doof müssen Männer sein, dass sie auf sowas abfahren? Nein, richtig. Ich gehöre zu einer Generation von Frauen, in der einfach sehr viele gesagt haben, wir möchten jetzt nicht mehr blöd spielen, wenn wir klug sind. Und wenn wir einen hübschen Körper haben, Sie haben, glaube ich, gerade in der Bild-Zeitung heute gesagt, ich finde das sehr gut, wenn ich Buddy genannt werde und Frau Schwarzer Brain. So hat uns eine Zeitung genannt, Brain und Buddy trifft sich. Das habe ich aber so nicht gesagt. Ja, ich habe gesagt, ich wusste gar nicht, dass Sie so einen perfekten Body haben. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Und ich habe darauf gesagt, das finde ich gar nicht gut, weil ich vermute, Sie haben auch einen Kopf. Und ich glaube, ich habe auch einen Körper. Also Sie wollen sich das also anziehen, Sie sind der tolle Buddy und ich bin der Kopf und habe keinen Buddy. Nee, das verstehen Sie nicht. Ich kann es ja noch mal langsam jetzt sagen. Erklären Sie das wenn mal. Wenn ich das mit dem Body auf Sie bezogen habe. Dann bin ich doch glatt davon ausgegangen, dass Brain sich auf mich bezog. Und da ich auch ein bisschen Englisch kann, habe ich doch gewusst, was das aussagen soll. Und da kann nicht einfach eine Frau daherkommen, so sehe ich sie, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und sich immer über den Ding stellen. Aber ich möchte nicht über den Menschen stehen und sagen, ich bin ein Vorbild, ich habe alles toll gemacht. Das Leben ist sehr schwer, aber jeder hat eine Meinung. Ich kann was sagen, weil wenn Sie für sich sprechen, ist okay. Aber es macht wenig Sinn, dass Sie mir Dinge unterstellen, die mir völlig fern sind. Ich stehe sicherlich nicht über den Dingen, ganz im Gegenteil. Aber Sie sagen immer, die Frau muss sich verändern, die Frau ist zu blöd zu verstehen, dass die Zeiten sich geändert haben. Verona, das sind einfach wahnsinnig gestrige Klischees. Lassen Sie uns doch jetzt als moderne Frauen von heute miteinander reden. Nein, ich sage den Frauen gar nichts. Also das finde ich aber nicht. Sie sagen ja den ganzen Tag was und immer nur geht es an Frauen. Verändert euch, kämpft, kriegt den Mann, geht vorwärts, lasst euch nicht den Job nehmen. Ich glaube, Verona, was das Mundwerk angeht, stehen wir uns in Flottheit in nichts nach. Also wenn Sie mich ganz kurz antworten lassen. Das ist aber sehr lassen. Optimistisch von Ihnen. Mein Body, den habe ich den ganzen Tag bei mir, das lässt sich nun mal nicht ändern. Und ich interessiere mich sehr für Mode, ich bin sehr figurbetont gekleidet, weil ich auch gerne so durch die Welt gehe. Also die Kleidung sagt ja eine Menge aus. Und ich finde, dagegen wie Sie sich kleiden, sagen, ist absolut legitim und sich dagegen da drinnen wohlfühlen. Ja. Und ich fühle mich halt in meiner Kleidung wohl. Ja. Nur, man sollte nicht allgemein sagen, High Heels zu Deutsch, Pumps, ist eine Sache, die ist so weiblich, da kann man nicht mit festen Füßen über den Boden gehen, das war meine Aussage von Ihnen, sondern flaches Schuhwerk, das zeigt von einer Frau, die selbstbewusst mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Also ob Pumps oder nicht, muss trotzdem auf dem Boden stehen. Also das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Frau Schwarzer. Ja, Frau Pettisch, ich finde einfach diese Ansammlung von Klischees etwas entwaffnend. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir uns ein bisschen ansehen und ernsthaft unterhalten oder ob wir auf das Niveau gehen, das kann ich auch. Ich kann ja nicht anders. Sie können das wahrscheinlich variieren. Ich habe der Einfachheit halber ein paar Fragen vorbereitet. Ja, das ist schön. Das kann an bestimmten Stellen. Ich finde gut, dass Sie offensichtlich, Verona, aus der Art, wie Sie sind, sozusagen etwas machen. Ja, Sie sagen, das bin ich. Und was ich ein Problem finde, ist, dass Sie, und das verschärft sich übrigens, dass Sie in Ihrer öffentlichen Darstellung, in Ihren Auftritten, in der Werbung, in der Sie sind, doch die verfügbare Frau spielen. Wenn ich Sie jetzt sehe mit einer Kamera und Sie halten sich die so zwischen dem Busen und da steht dann, was Verona anfasst, wird groß, so, dann muss ich sagen, das fängt doch an abzurutschen. Natürlich verdienen Sie sowas mit sowas mehr als eine Frau, die es tut in St. Pauli, aber es ist das ist eine eindeutige Anspielung. Darüber müssen wir einfach mal reden. Darum geht es. Dass Sie sozusagen für eine hohe Gage, und zu der gratuliere ich Ihnen, die sei Ihnen wirklich uneingeschränkt gegönnt, die verfügbare Frau spielen und darstellen. Also auch wieder diese Sache. Wissen Sie, wenn ich das so sehe, dann liegen Sie so auf dem Boden in so einem Abendkleid und daneben steht so eine kleine Kamera. Und das ist so 50. Das ist so dermaßen gestrig. Ich dachte, das wäre vorbei. Ich dachte, Sie sind jetzt moderne junge Frau und die ist da und die hat einen Körper und meinetwegen auch Pumps und einen Kopf und die geht in die Welt und macht nicht wieder diesen hier, ja, wie so ein Hering, so, also komisch. Also, das liegt ja an Ihrer, sag ich mal,
ein anderes Wort für schmutzig, aufregenden Fantasie, dass Sie sagen, dass Frauen in St. Pauli Geld damit verdienen, wenn sie was zwischen ihren Busen legen. Also Sie haben da ja irgendwelche... Ich kenne das Leben, also ich meine... Ja, ja, das glaube ich Ihnen ohne weiteres. Und ich möchte auch gar nicht wissen, was da schon alles lag. Ja, ich kenne das Leben. Nein, ich denke, das ist auch... Es ist eine Kamera ist und die Kamera weniger. Kommt groß ja, heraus. Ja, und was Verona anfasst, wird groß. Also jetzt wollen wir nicht die Unschuld vom Lande beide nicht spielen. Also wir sind beide erwachsene Frauen. Immerhin. Wissen Sie, ich glaube, das Problem ist weniger scharf für mich. Das Problem ist für junge Frauen. Ja, Sie sprechen immer für alle Frauen, aber Sie müssen einfach mal einsehen. Ich spreche gar nicht für Sie, spreche ich gar nicht. Nicht für mich. Sie sind zwei verschiedene Frauen. Ich habe gesagt, Sie sprechen immer für alle Frauen. Das Problem ist, dass junge Frauen, das Problem ist, dass die Frau... Wissen Sie, Sie sind eine einzelne Person mit Ihren eigenen Gedanken. Aber ein bisschen, Sie können gar nicht für alle sprechen. Ein bisschen kann man schon mal über seine Haut... Nee, kann man nicht. Ein bisschen. Sie vertreten, nein, Sie vertreten lediglich nur Ihre Meinung. Ein bisschen kann man über seine Haut rausgucken und auch ein bisschen wissen, was in der Welt los ist. Ja, man kann auch ein bisschen Haut zeigen und trotzdem gucken. Ja, ich sage Ihnen mal eine Zahl, die sehr ernst zu nehmen ist. Ganz seriöse Untersuchungen haben gezeigt, ganz aktuelle Untersuchungen, dass 3 von 4 jungen Frauen heute in Deutschland, die zwischen 14 und 19 sind, unsicher sind mit ihrem Aussehen und dass sie sich hässlich finden. Und dann sollen sie sich so umhängen wie Sie und dann ist alles in Ordnung. Steht ja auch nicht. Das ist ja auch keine Lösung. Liebe Frau Feldbusch, das ist Ihr Niveau, aber ich würde uns für den Rest der Sendung wünschen, dass wir darauf nicht bleiben. Sie selber geben sich auf Ihre Art und Weise auch Mühe. Warum tragen Sie einen Lippenstift, Wimperntusche? Nein, es geht um was anderes. Achso, das ist einfach so gewachsen. Es geht um was anderes. Nee, Sie geben sich doch auch Mühe. Natürlich. Da müssen Sie herkommen und sagen, der liebe Gott hat mich so geschaffen und dann müssen Sie sich hinsetzen. Nein, hören Sie, Verona. Verona, wir lassen mal Kerner. Gestatten Sie mir einfach nur... Herr Kerner, und dann so Sie da hat so viele schöne Karten. Bitte, ich möchte eine Sekunde mit Ihnen darüber reden können. Es geht darum, ob man bei seiner Selbstdarstellung sich als Objekt anbietet oder ob man eine Würde hat. Ob man ja, aber das zeigt, liegt im Auge des Betrachters. Wenn Herr Kerner, Sie sehen uns ja jetzt beide. Es ist doch Ihre persönliche Entscheidung, ob Sie jetzt denken, Frau Schwarzer gefällt mir mehr oder Frau Feldbusch. Wir werden Sie jetzt nicht fragen, ob Sie diese Mode schöner finden oder die. Und dann kommt jemand anders und entscheidet sich ganz anders. Frau Sie repräsentieren sich tagtäglich so, wie Sie sich gefallen, wie Sie sich wohlfühlen. Und das ist auch gut so. Ich habe Sie ja nie kritisiert. Sie sind ja aufgetreten und haben gesagt, Verona Feldbusch oder nur Feldbusch, wie Sie auch wollen, ist eine Ohrfeige für die Frau. Ich sag das mal ganz genau. Ich muss genau, noch eine Sache dazu sagen. Genau. Und jetzt, kommt's ja. Aber ich hab's ja wörtlich hier. Und was ist eine Ohrfeige? Eine Ohrfeige ist definitiv eine Äußerung, die aussagt, schmerzhaft, unangenehm. Und man muss sich dagegen wehren oder verteidigen. Ich habe kein Problem mit Männern. Ja, das können Sie mir auch nicht einreden. Ja, ich möchte Ihnen auch kein Problem einreden, gar nicht. Ich möchte sagen, ich nehme Männer ernst. Ich möchte Vielleicht zu ernst. Ja, das kann sein. Ich möchte Männer nicht mehr behandeln. Für mich sind Männer keine Marionetten, die man auf Weibchenart mal von hinten und mal zwinkert und schon gut Schätzchen und ich mag das schon. Ja, er redet immer so. Das kennt man ja. Diese Frauengespräche kennt man ja seit Jahrzehnten. Ja, aber um Gottes Willen, was tue ich denn? Ja, was ist an mir unemanzipiert? Das Frauenbild, das Sie darstellen. Das ist das Frauenbild, was Sie darstellen. Das aus der Werbung ist. Sie spielen das Weibchen. Ich bin noch ein Weibchen. Wenn man diese Hose sieht, das bin ich. Und wenn man das sieht, das bin ich. Morgens, abends, mittags. Ja, sieht doch nicht aus. Und die Haare sind auch echt, also das bin ich. Ja, damit wunderbar. Fängt der Tag an. Ja, wo ist dann das stehe Problem? Ich auf. Und meine Stimme ist meine Stimme. Ich nehme den Hörer, rufe Freunde an, ich nehme den Hörer, rufe meine Eltern an. Ja, dann mache ich mir Gedanken über den Tag. Dann sage ich, oh, heute Abend ist Johannes B. Kerner, mal sehen, was die Zeitung schreiben. Dann lese ich mir das durch und sage, das wird witzig. Dann komme ich hierher, setze mich oben hin, mein Manager ist da, der Michael ist da, der mich begleitet. Ja, dann, ist doch wunderbar. Ja, dann komme ich in die Maske wie jeder normale Mensch, selbst wie Herr Kerner. Ich muss Ihnen ehrlich und dann komme ich sagen, auf Sendung. Wo ist das große Geheimnis an mir? Ich muss zusammen. Das Schöne bei so einer Sendung ist ja, dass man nach wie vor vorher nicht weiß, was nachher rauskommt. Ich bedanke mich sehr herzlich. Frau Schwarzer, Frau Feldbusch, danke für den Besuch. Ich spreche heute mit jemandem, der die letzten 10 Jahre meine Sendung begleitet hat, ohne den viele Dinge überhaupt nicht möglich gewesen wären. Heute zu Gast bei mir Johannes B. Kerner. Wissen Sie eigentlich, dass Sie JBK heißen? Nein. Das hat mich auch verwundert. Dass Sie das gefallen lassen, das verstehe ich auch. Ja, aber es gibt ja, es werden immer weniger Gäste, die das von mir behaupten. Woher haben Sie diese Formulierung? Ja, das lüge ich jetzt. Meine Aufgabe als Moderator ist hier nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch die Antworten zu filetieren. Woher kommt dieses Wort filetieren? Das verwenden Sie jetzt immer öfter. Filetieren, das kommt doch aus der Fleischerei, oder so? Ja. Es mag damit zu tun haben, dass wir freitags eine Kochsendung haben und das strahlt jetzt ab. Okay. Ja! Herzlich willkommen, Ralf Zacherl, Rainer Sass.
Tim Mälzer, Johann Lafer und Sarah Wiener. Hallo, Sarah. Lars, Tim, herzlich willkommen. Ja, das ist aber lieber Johann, den ihr zu sehen. Hallo, Frau Wiener. Tobias Gutt auf der Suche nach Sydney. In Australien will Tobias zu Weihnachten seine Freundin besuchen. Der übliche Weg auf den 5. Kontinent, ein langer Flug Richtung Osten. Tobias bucht im Internet, packt seine Sachen und macht sich auf den Weg. Ohne sich weiter zu wundern, fliegt er westwärts, zunächst nach Portland in den USA. Mit immer kleineren Flugzeugen geht es über Missoula, Helena bis nach Billings. Dort kommen ihm Zweifel. So verschneit hat er sich Australien nicht vorgestellt. Er hat sich verflogen. Dieses Sydney liegt in den USA. Hilfe naht von zu Hause. Seine Familie sammelt Geld, schickt ihm ein neues Ticket. Und so landet der Reisetollpatsch doch noch im richtigen Sydney und in den richtigen Ort. Tobias, dieses Studio steht in Hamburg, Deutschland. Wie haben Sie so fehlerfrei hierher gefunden? Eine Kollegin von Ihnen hat mich herbegleitet. Von Frankfurt. Das stimmt tatsächlich. Sie sind heute Morgen aus Australien zurückgekommen. Deshalb auch noch ein bisschen das sommerliche Outfit. Ja. Sie sind so aus dem Flieger gestiegen? Mhm. Dann war es ja gut, dass wir jemanden hingeschickt haben nach Frankfurt, um Sie dort abzuholen und direkt nach Hamburg zu lenken. Haben Sie auf dem Ticket für einen Rückflug öfter kontrolliert, ob auch das richtige Reiseziel draufsteht? Nee, ich war mir sicher. Den Flug hat meine Familie gebucht. Ah, okay. Und die sind da zuverlässiger? Ja. Am 26. April diesen Jahres bricht der 27-jährige Aaron Ralston zu einer Tagestour in den Blue John Canyon auf. Beim Abstieg in eine schmale Steilschlucht wird sein rechter Arm von einem herabstürzenden Gesteinsbrocken eingeklemmt. Mit einem Taschenmesser schneidet er sich den Unterarm ab. Das war dann schon spontan, sehr spontan. Denn es war mir nicht gelungen, vorher die Antwort auf dieses Rätsel zu finden. Wie schneidest du mit einem kleinen Taschenmesser, mit dem du gerade mal Butter streichen kannst, dir den Unterarm ab? Das wusste ich nicht. Nur an dem Morgen war alles anders, deswegen spontan. Deswegen sage ich, es war dann doch alles irgendwo spontan. An dem Morgen habe ich begriffen, ich muss mir die Knochen brechen. Anders geht das nicht, sonst kriege ich den Arm nicht durch. Also habe ich diesen Block, diesen Felsbrocken gefasst, den Arm rum, habe dann so diese Bewegung ausgeführt und mich nach oben gezogen, bis ich merkte, hier der Knochen biegt und irgendwann macht er Patsch und ist gebrochen. Und da hatte ich keine Alternative, da habe ich das Messer genommen und Patsch von unten mit einer schnellen Bewegung nach oben durch den Nerven. Und da hatte ich das Gefühl, die gießt mir heißes Metall in den Arm, von der Schulter bis nach unten. Unglaublich, geschmolzene Lava. So fühlte sich das an. Danach hing hier nur noch ein kleiner Fetzen Haut außen. Und den habe ich dann so rumgezogen und habe den Arm zurückgezogen. Und ich war frei. Das dramatische Ende eines Fallschirmsprungs. Am 13. Dezember vergangenen Jahres stürzt Michael Holmes aus gut 4.500 Metern fast ungebremst zu Boden. Weder sein Hauptschirm funktioniert, noch der Reserveschirm. Eigentlich der sichere Tod. Sein Freund Jonathan muss aus der Luft alles mit ansehen. Sekunden nach dem Aufprall landet er seinen Fallschirm nur wenige Meter von der Absturzstelle entfernt. Durch dichtes Gebüsch kämpft er sich zu seinem Freund Michael, befürchtet das Allerschlimmste. Aber der Schutzengel über Neuseeland ist schnell genug. Michael lebt, kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. 5 Monate später ist das Wunder perfekt. Michael springt wieder Fallschirm und genießt gemeinsam mit Jonathan den freien Fall, so als wäre nichts gewesen. Herzlich willkommen, Michael Holmes und Jonathan King. Seit 21 Jahren sitzt der Deutsche Jens Söring in den Vereinigten Staaten von Amerika im Gefängnis. Verurteilt für ein Verbrechen, das er nach eigenen Aussagen gar nicht begangen hat. Am 30. März 1985 geschieht ein grausamer Doppelmord. Derek und Nancy Haysom werden in ihrem Haus in der Nähe von Lynchburg, Virginia, mit zahlreichen Messerstichen getötet. Die Polizei tappt auf der Suche nach dem Täter zunächst im Dunkeln. Die Tochter der Opfer, Elizabeth Haysom, und ihr Freund Jens Söring geraten unter Verdacht. Sie fliehen nach Europa, wo sie im April 86 festgenommen werden. Söring gesteht die Tat und soll in die USA ausgeliefert werden.
Ich dachte, wenn ich statt Elizabeth gestehe, würde mir als 18-Jährigem mit diplomatischer Immunität schlimmstenfalls passieren, dass ich nach Deutschland überstellt werde und dort 5 bis maximal 10 Jahre Jugendhaftstrafe bekomme. Keine Augenzeugen, keine Fingerabdrücke, damals auch keine DNA-Spuren. Nur aufgrund eines Sockenabdrucks wird Jens Söhring verurteilt. I'm innocent. I'm innocent. I'm innocent. Herr Söhring, zählen Sie immer noch jeden Tag Ihrer Haft? Ja, natürlich. Wie lange sind Sie jetzt in Haft? 21 Jahre, 4 Monate, 10 Tage. Warum zählen Sie, wenn doch kein Ende in Sicht ist? Man zählt doch eigentlich rückwärts, wenn man weiß, wann man fertig ist. Ich habe mir das so eigentlich nie überlegt. Ich zähle die Tage, weil ich hier zu Unrecht einsitze. Und es ist eine Angewohnheit vom Anfang meiner Haftzeit her. Und ich habe damit nie aufgehört. Ich habe doch 21 Jahre im Gefängnis verbracht. Die ersten 15 Jahre davon waren für mich sehr, sehr schwer, weil ich mein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, meine Unschuld zu beweisen. Okay? Und während dieser Jahre habe ich natürlich öfters mit dem Selbstmordgedanken gespielt. Aus dem Nichts sind Sie in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit gelangt. Alle wissen, worum es geht bei diesem Geiseldrama. Ganz viele reden mit. Es gibt auch einige, die mal wieder alles besser wissen und eine Meinung haben. Aber nur Sie wissen, wie es wirklich drinnen war. Und darüber wollen wir sprechen. Sie sind dann gestern nach Libyen geflogen und weitergereist nach Deutschland. Hatten Sie während der Geiselhaft, die für Sie am längsten gedauert hat, irgendwas, worauf Sie sich gefreut haben, besonders gefreut haben, was Sie sich fest vorgenommen haben, was Sie in Deutschland machen? Da gibt es so unheimlich vieles. Also ich habe gestern schon gesagt, eine der ganz profanen Dinge, die ich tun werde, ist sicherlich auf die Expo gehen. Von der habe ich in Briefen auch viel Gutes gehört. Und sonst kommt ganz vieles, Freunde sehen. Und einfach mal zurückkommen in die Normalität in Göttingen. Ist der Unfall für dich eine Zäsur in deinem Leben? Das ist ein Schicksal gewesen. Es ist ja in der Tat eine Bremsleitung defekt gewesen. Also du hast die Bremse getreten, Horrorsituation für jeden Autofahrer, egal Rennstrecke oder im... Da sind wir dabei. Jeden Autofahrer. Das heißt, eine Bremsleitung, ich möchte nicht wissen, wie oft das im Jahr passiert oder schon passiert kein ist. Kein schöner Gedanke. Es du kann trittst auch passieren. Durch und du merkst, da ist nichts. Richtig. Du wusstest in dem Moment, die Nummer geht schief. Das war mir ziemlich klar, ja. Tempo? Also im ersten Moment dessen, wo es passiert, 280, wo ich auf die Bremse gegangen bin. Und dann gehst du halt noch ein bisschen durchs Kiesbett und ich würde mal sagen, die Null-Frequenz war so mit ca. 150 Stundenkilometer. Ungefähr 150. Ich war bei vollem Bewusstsein und denke, oh, das tut weh. Und du kannst nicht viel machen, du kannst nicht mehr lenken, du stützt dich eigentlich nur noch ab und erwartest den Moment. Und guckst dann, okay, welcher Schaden ist angerichtet worden. Und ich kam nicht raus und gleichzeitig, das hört sich jetzt nicht schön an, aber wer ein Bein gebrochen hat, der weiß es vielleicht, gab es diesen Zieheffekt. Ich will mein Bein da rausziehen, das Bein bleibt hängen und es zieht sich so. Ich denke, das ist nicht gut. Ich liege da und merke, wie ich mich wieder so ein bisschen fange und beruhige und fühle meinen Herzschlag und fühle plötzlich, wie mein Herzschlag immer weniger wird, immer ruhiger wird und plötzlich auch komplett aufhört. Und Lichter gehen aus. Aber ich lag schon bestimmt eine Minute da. Aber ich höre, wie als wenn gestern passiert wäre. Du hörst dein Herz, dok, 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 dok. Niente. Und dann denke ich, aha, das ist wahrscheinlich das, wie es sich anfühlt, wenn du dann auf dem Weg nach oben bist. Das war irgendwie noch so in meinem Kopf drin. Du hast gedacht, ich sterbe jetzt? Ja, ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich das, was dann jetzt so passiert. Dass die beiden mal ein Paar werden, wer hätte das gedacht? Noch nicht einmal Boris Becker. Ich weiß schon seit langer Zeit, dass er eigentlich auch von Steffi schwärmt. Aber dass es nun ernst wird zwischen den beiden, das habe ich nicht vermutet. Ein Platz für die Liebe. Die außergewöhnliche Geschichte von Steffi Knapp und Andre Agassin. I introduced you the greatest person I've ever known. Stephanie Graf. Bei Steffis Aufnahme in die Tennis Hall of Fame 2004 in Newport kommt es wohl zur ergreifendsten Liebeserklärung der Sportgeschichte. Zu hören, dass dich jemand so sehr liebt, das ist wundervoll. Durch das Tennis habe ich eine unglaubliche Reise erlebt. Und das Beste an dieser Reise ist, sie hat mich zu dir geführt. Been
Es macht mich noch immer sprachlos zu sehen, wie du den Schläger leise beiseite gelegt hast, um dich nur unserer Liebe und unseren Kindern zu widmen. Ich habe sie schon so lange so bewundert wie alle anderen Menschen auf der Welt, was sie tut, wie sie es tut, was sie fertig bringt. Die Tatsache, dass sie nicht sagt, so müsste das Leben sein, sondern sie lebt es so, wie es gelebt werden muss. Jeder Tag ist für sie Ausdruck ihrer Werte und ich bewundere und mag das sehr. Warum hat es 8 Jahre gedauert, bis ihr dann zusammengekommen seid? It did, and I blame her for that. Warum? So, aber da ist sie schuld. Warum bist du schuld, Steffen? Ich habe das so oft versucht, lange vorher schon, ohne Erfolg. Er hat an dir rumgebaggert und du hast es nicht gemerkt? Nein, ich habe es gemerkt. Ach, echt? Das waren unter den falschen Voraussetzungen. Okay, also du hast ihn abblitzen lassen, kann man das sagen? Mhm. Wir sehen hier im Hintergrund gerade ein Foto und können das sicherlich auch einblenden. Es gibt viele, die sagen, diese Steffi Graf, die sieht glücklicher aus denn je. Stimmt das? Absolut. Ja? Ja. Woran liegt das? Ich meine, das ist dir von Herzen gegönnt. Du hast gesagt, du hast andere Leute machen sich auch Gedanken darüber, was sie nach dem Sport machen. Und da klappt es eben nicht so. Die hängen der Karriere nach. Die denken, Mensch, hätte ich das Turnier noch gespielt, wäre ich mit dem Auto noch einmal im Kreis gefahren oder hätte ich noch einmal gegen den Ball getreten? Ja, ich meine, ich habe das Glück, also mit meiner Karriere so zufrieden gewesen zu sein. Und dass ich jetzt einen Mann gefunden habe, mit dem ich nicht glücklicher sein könnte. Und dazu noch zwei unglaubliche Kinder. Was will ich mehr im Grunde genommen? Und ich habe die Zeit für die Familie. Und den meisten fehlt ja das. Ich meine, die haben vielleicht irgendwo irgendetwas, wo sie ihr Glück herziehen. Aber ich habe es eigentlich überall. Und deswegen, ja. Ach, Johannes, davon habe ich geträumt. Wovon? Von dir, Mann. Jetzt aber zur Sache hier. Man hat mich ein bisschen festgezimmert hier hinter. Das sei so zappelig gewesen. Ich sag einfach Hello again. Ich habe mich entschlossen, dass das Jahr 2003 mein letztes Jahr nicht nur auf Tournee ist, sondern das letzte Jahr ist, dass ich überhaupt singe. Es gibt ja Künstler, die sagen, jo, ich höre auf und komme dann mit, ich bin wieder hier, wieder zurück. Und das ist auch ein Ding, die ich vermeiden möchte. Es ist auf und zwar für immer, doch für immer, das war mir zu lang. Na und? Ich mach's kurz und einfach, ich will wieder. Also, Sie meinen, ich könnte singen? Ja, natürlich. Soll ich mal singen? Ja. Was soll ich singen? Oh. Ja. Oh. Entschuldigung, bitte. Also ich hätte mich anders vorgestellt. Ja. Und Sie dürfen nicht lachen. Tun Sie mir einen Gefallen? Vielleicht kennen Sie meinen Song. Tender. Wissen Sie, wie ich inspiriert wurde zu dieser großen Musik? Was geblieben ist, ist
dass diese Sendung in der Hauptsache von ihren Gästen lebt. Ich muss jetzt gehen. Es tut mir wirklich leid. Ich kann diese Diskussion nur wirklich ernsthaft führen. Da muss ich mich vorbereiten, muss ihre Bücher kennen. Oder aber wir machen, was wir eigentlich auch mal vorgesehen hatten. Ich würde das auch vorschlagen. Ich gehe jetzt gern. Okay? Es sind ja doch die besonders spannenden Momente, wo man sich selbst so ein bisschen Gedanken macht und überlegt, wie man weitermacht. Und die habe ich mir jetzt gemacht und habe mich entschieden, dass ich mit meinen drei Gästen weiterrede und dich, Eva, verabschiede. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Danke herzlich. Ich muss ganz schnell nach Hause zu meiner Frau. Machen wir es einfach so. Erzählen Sie es einfach nicht weiter. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wolfgang Lehmann und Oliver Schmeil haben das zusammengeschnitten und dafür danke ich Ihnen. Ich danke auch meinen Kolleginnen und Kollegen in Redaktion und Produktion. Freue mich darauf, weiter mit euch zu arbeiten. Ich bedanke mich beim ZDF und ich bedanke mich insbesondere bei Ihnen, den Zuschauern. Wir haben hier vieles versucht. Das meiste ist gelungen, aber natürlich nicht alles. Wir haben sehr gerne für Sie gearbeitet und mit großer Leidenschaft. Und das wird auch so bleiben. Jetzt kommt heute Nacht und Ihnen eine gute. Tschüss.